Sehr geehrte Damen und Herren, willkommen zu unserem Webinar zum Thema Schweiz-EU auf dem Weg zum Drittstaat. Es ist bereits die dritte Fassung dieses Webinars, dieser Webinarreihe, die wir veranstalten. Wir haben vorher über das Thema EWR gesprochen. Wir haben über eine neue Auflage des Rahmenabkommens gesprochen letztes Mal. Und es freut mich sehr, dass wir heute wieder einen weiteren Aspekt der Europapolitik diskutieren dürfen. Ich möchte auch ganz kurz vorstellen, wer bei uns heute dabei ist. Wir haben sehr spannende Referenten. Wir werden am Anfang ein Input-Referat haben von Patrick Dümmler. Er ist Forschungsleiter Offene Schweiz beim Think Tank Avenir Suisse. Wir werden danach das Thema diskutieren mit einem Vertreter aus der Politik, nämlich Erik Nussbaumer, Nationalrat des Kantons Basel-Landschaft. Er ist eben in der Außenpolitischen Kommission des Nationalrats. Er ist Präsident der EFTA-Delegation des Parlaments und er ist auch Präsident der neuen europäischen Bewegung Schweiz. Und wir haben als zweites jemanden, der die Wirtschaftssicht vertritt. Das ist die Frau Martina Gmür. Sie leitet die Export Promotion, also die Exportförderung bei Switzerland Global Enterprise. Und wir freuen uns sehr auf die Diskussion. Ich möchte mich auch sehr bedanken bei Stark und Vernetzt, mit denen wir zusammen dieses Webinar durchführen. Und ich möchte jetzt am Anfang Nicole Wiedemeyer die Gelegenheit geben, kurz ein paar Worte darüber zu sagen, was Stark und Vernetzt genau ist. Super, vielen Dank, Gabriel. Ich versuche gleich die Folien einzublenden. Ich hoffe, Sie sehen das alle. Und ich möchte mich auch ganz herzlich möchte Sie herzlich willkommen heißen, auch von meiner Seite. Mein Name ist Nicole Wiedemeyer. Ich bin Kampagnenleiterin von Stark und Vernetzt. Das ist ein europapolitisches Campaigning, das wir seit 2015 führen. Und gerne möchte ich jetzt kurz die Gelegenheit nutzen, um zu sagen, wer wir genau sind, was wir tun und weshalb es uns überhaupt gibt. Ja, ausschlaggebender Grund war eigentlich damals die Volksabstimmung über die Masseneinwanderungsinitiative, die ja an der Urne knapp angenommen wurde. Das war so ausschlaggebender Grund, dass man sich vorerst mal in Wirtschaftskreisen Gedanken gemacht hat, wie man künftig über europapolitische Themen kommunizieren möchte und Aufklärungsarbeit leisten möchte. Und man hat sich eigentlich zum Ziel gesetzt oder war der Ansicht, dass gerade so komplexe Themen, wie es beispielsweise eben die Migration, Souveränitätsfragen oder auch die Personenfreizügigkeit sind und noch andere Themen, die mit der Europapolitik zusammenhängen, da kam man zu der Ansicht, dass man eigentlich, dass es nicht mehr reicht, dass man mit einer lauten Kampagne 2 bis 3 Monate kurz vor einem Abstimmungssonntag an die Öffentlichkeit geht, sondern dass man eigentlich längerfristig Geschichten erzählen soll und auch aufzeigen soll, wo und wie die Schweiz international mit Europa auch vernetzt ist. Man hat sich auch überlegt, dass es sicher sinnvoll ist, wenn man europapolitische Allianzen hat im Land, mit der man dann gemeinsam auch diese Geschichten eben erzählen kann und auch gemeinsam in einen Abstimmungskampf einsteigen kann. Ja, wie tun wir das? Wir haben dann 2015 als Reaktion dieses Europa-Campaigning unter dem Namen Stark und Vernetzt gegründet. Ich habe Ihnen hier ein paar Impressionen mitgebracht. Wir sind auf ganz verschiedenen Kanälen präsent, natürlich im öffentlichen Raum, auch mit Anlässen, wie wir jetzt beispielsweise heute zusammen mit der HKBB tun. Die Mehrheit unserer Aktivitäten spielt sich im Online-Bereich ab. Und wir sind aber natürlich auch, gerade wenn es um europapolitische Volksabstimmungen geht, mit Kampagnen am Start. Beispielsweise durften wir mit dieser europapolitischen Allianz, zu der ich dann später noch ein paar Worte sage, bereits 3 Abstimmungskämpfe bestreiten. Namentlich bei der SBI, also der Selbstbestimmungsinitiative, waren wir am Zug. Beim neuen Waffenrecht, wo es ja um den Verbleib der Schweiz im Schengen-Dublin-Raum ging. Und wie auch letztes Jahr dann bei der Kündigungsinitiative.
Ja, die Allianz, ich habe sie angesprochen. Mittlerweile haben wir fast 80 Organisationen an Bord, die da beim Campaigning mitwirken. Ursprünglich klar die ganzen Wirtschaftsverbände, die habe ich angesprochen, aber auch der ganze Politikbereich ist vertreten. Hier machen Parteien, eigentlich alle bis auf die SVP, mit, und wir haben auch Vertreterinnen und Vertreter aus dem ganzen Kulturbereich, aus dem gesellschaftlichen Bereich, aber auch aus der Wissenschaft. Man hat aber auch die Möglichkeit, sich als Einzelperson bei uns zu engagieren. Man kann sich da mit E-Mail-Adresse eintragen auf unserer Webseite, und so wird man dann laufend oder auf dem Laufenden gehalten über aktuelle europapolitische Ereignisse. Man wird auch eingeladen zu verschiedenen Events und hat die Möglichkeit, sich auch persönlich zu engagieren, sei es mit einem Statement oder dass man mal zusammen flyern geht oder Ähnliches. Ja, mitmachen ist ganz einfach. Ich habe hier noch die Webseite aufgeführt, da finden Sie alle weiterführenden Informationen. Sie können aber auch uns anschreiben über info@europapolitik.ch. Und gerne stehen wir da dann für weitere Auskünfte zur Verfügung. Und wir freuen uns natürlich immer sehr, wenn wir neue Leute da auch begrüßen dürfen. Vielen Dank, dann gebe ich gerne dir das Wort zurück, Gabriel. Vielen Dank, Nicole, für diesen kurzen Überblick. Bevor wir ins Thema einsteigen, noch einen kurzen Hinweis an unsere Zuschauerinnen und Zuschauer. Natürlich dürfen Sie sehr gerne mit uns mitdiskutieren. Sie können jederzeit über die Funktion Fragen und Antworten oder über den Chat Ihre Fragen platzieren, und wir werden das dann nachher hier in der Gruppe diskutieren. Gut, und jetzt freue ich mich, dass ich das Wort an Patrick Dümmler übergeben darf für sein Input-Referat. Vielen Dank für die Einladung, es freut mich sehr. Und danke eben an die beiden Organisatoren des heutigen Anlasses, einige Gedanken von Avenir Swiss zu diesem Thema Ihnen präsentieren zu können. Ich werde dazu einige Slides zeigen. Ich versuche die gerade jetzt zu teilen. Ich hoffe, das hat so geklappt. Gut, die Slides sieht man. Dann möchte ich gerne beginnen, und zwar eben Schweiz-EU. Die Frage ist natürlich, sind wir hier wirklich auf dem Weg als Schweiz zu einem Drittstaat? Einige Überlegungen dazu. Zunächst einmal Ausgangslage, dann eben, was sind die Konsequenzen des Verhandlungsabbruchs? Gemeint ist hier natürlich Verhandlungsabbruch über das institutionelle Rahmenabkommen. Was sind die Optionen schließlich, und ein Fazit dazu? Zunächst einmal Ausgangslage. Die Schweiz ist wirklich eigentlich ein Globalisierungs-Champion. Das heißt, der internationale Handel, Importe, Exporte hat uns eigentlich wirtschaftlich sehr stark weitergebracht. Sie sehen oben rechts entsprechend eine Rangierung verschiedener Länder, wie stark die durchdrungen sind durch die Globalisierung. Und wenn man sich das dann natürlich anschaut, ja, was hat das ökonomisch bewirkt, dann sehen Sie die Zahlen hier entsprechend gleich unten. Einerseits eben, wie viel bringt uns das pro Jahr Einkommensgewinne pro Person, andererseits natürlich auch, aber wie viel ist es kumuliert, dass wir als Schweizerinnen, Schweizer entsprechend aus der Globalisierung schöpfen konnten, und das ist doch sehr beachtlich. Es gibt kein anderes Land auf der Welt, das so starke Einkommenszuwächse aufgrund der Globalisierung erzielen konnte wie die Schweiz. Also kurzum eigentlich, der internationale Handel, die Einbettung, der Zugang zu anderen Märkten, das ist essentiell für unseren Wohlstand als Schweiz. Die Schweiz hat hier natürlich dafür auch einiges getan. Und zwar diese Grafik zeigt entsprechend, ja, wie viele Prozent des weltweiten Bruttoinlandproduktes werden abgedeckt. Das sind die roten Säulen. Und dann die schwarze Linie, mit wie vielen Abkommen wurde das entsprechend erreicht. Und zwar gemeint sind hier die Freihandelsabkommen. Das bedeutet, Singapur beispielsweise hat mehr des weltweiten Bruttoinlandproduktes abgedeckt als die Schweiz über Freihandelsabkommen, und zwar mit nur 36 solchen Abkommen. Die Schweiz entsprechend hat 77 Vertragspartner. Hier ist die EU natürlich mit aufgedröselt, mit 27 Staaten eingerechnet. Die Schweiz hier also an zweiter Stelle dieser Rangierung. Das bedeutet, wir mussten zwar sehr viele diplomatische Abkommen abschließen, aber haben doch über 50% des weltweiten Bruttoinlandproduktes haben wir Zugang über eben gesonderte solche Abkommen.
wenn man sich anschaut, ja, wie stark ist eben der Außenhandel auch entsprechend Motor für die Beschäftigung in der Schweiz? Hier zwei Jahreszahlen als Vergleich, 2002 und 2019. Nochmals unterteilt sind diese beiden Balken Darstellungen entsprechend in Beschäftigte im Binnensektor, das ist der untere rote Teil, wie viel also hängen eigentlich am binnenorientierten Teil der Wirtschaft, und dann grau dargestellt in zwei verschiedenen Schattierungen, wie viel der Beschäftigten in der Schweiz hängen eben wirklich vom Außenhandel ab oder positiver formuliert natürlich profitieren, dass die Schweiz Zugang hat zu anderen Märkten. Schattiert, habe ich gesagt, der Graubereich, und zwar unterteilt einerseits eben in Abnehmer in der EU, das ist das dunklere, und schließlich in der hellere Teil, ja, Abnehmer in der übrigen Welt, das heißt alles außer der Abnehmer und Abnehmerinnen in der EU. Jetzt die Frage ist natürlich, Sie sehen bereits die Anteile hier, die haben sich etwas gewandelt. Was war das Wachstum entsprechend? Man sieht hier, die Beschäftigten im Exportsektor haben um 24% in dieser Zeitperiode zugenommen, weil eben der Marktzugang zur EU offen war. In der übrigen Welt waren es sogar noch etwas mehr. Das hat stark natürlich mit dem Wachstum zu tun, insbesondere in Asien beispielsweise, oder auch das Wachstum des Außenhandels der Schweiz, insbesondere pharmazeutischer Produkte mit den USA. Und wenn wir das vergleichen, das Wachstum eben jetzt des Außenhandels mit dem Wachstum der Beschäftigten im binnenorientierten Sektor, dann können wir schon eigentlich sagen, dass der Motor der Beschäftigten eben durch den Außenhandel gemacht wird. Das heißt, der Außenhandel auch hier nicht nur für den Wohlstand, sondern auch für die Beschäftigung ist essentiell für die Schweiz. Wir schätzen, dass rund 1,9 Millionen Beschäftigte eben direkt vom Export abhängen. Indirekt dürften es natürlich sehr viel mehr sein, beispielsweise eben durch Wirkungen, dass durch eine Beschäftigung, durch Einkommen im Exportsektor natürlich weiter Dienstleistungen auch und Waren im Inland nachgefragt werden. Also man kann sicher davon ausgehen, dass es hier mehrere Millionen sind, die eben genau vom Export in diesem Sinne direkt oder indirekt abhängig sind. Wenn wir uns anschauen, was sind die wichtigsten Handelspartner, und hier wirklich ein Größenvergleich auch entsprechend der Prozentzahl des Außenhandels der Schweiz, 75% unseres gesamten Handelsvolumens tätigen wir als Schweiz mit nur 5 Ländern. An allererster Stelle unangefochten, auch wenn es jetzt um ein Mitglied natürlich geschrumpft ist, die EU-27 mit 45% des Schweizer Außenhandels, gefolgt von den USA, China, UK und schließlich auch Hongkong. Wie gesagt, diese 5 alleine 75%. Dann gibt es weitere Gruppen, hier dunkelgrau und hellgrau dargestellt. Aber man kann grundsätzlich sagen, mit diesen 5 Ländern, wie gesagt, macht die Schweiz den meisten Teil des Außenhandels aus. Unangefochten nochmals, hier ganz klar und wichtig für die Schweiz, die Europäische Union. Nun, was sind die Konsequenzen des Verhandlungsabbruchs? Wir haben das versucht, ein bisschen nachzuvollziehen, und zwar wir haben einen sogenannten Erosionsmonitor publiziert. Der wird entsprechend aufdatiert werden Ende diesen Jahres. Unsere Absicht ist natürlich, diesen Erosionsmonitor regelmäßig erscheinen zu lassen, um hier diese Erosion, diese schleichende eben Erosion des Verhältnisses Schweiz-EU immer wieder mal zu beleuchten und Veränderungen festzustellen. Um was geht es ganz grundsätzlich? Es gibt verschiedene Möglichkeiten der Integration der Schweiz natürlich in Europa. Sie sehen hier ganz links dargestellt, die EU-Mitgliedschaft wäre eine Möglichkeit, die EWR-Mitgliedschaft, darüber haben wir sogar abgestimmt 1992. Dann natürlich auch ein Konstrukt, das jetzt eben der Bundesrat im Mai verworfen hat, nämlich bilaterale Verträge mit einem Rahmenabkommen. Und jetzt kommen wir zu den bilateralen Verträgen, und die Schweizer Flagge steht darüber, die wir eben aktuell haben, eben ohne Rahmenabkommen. Darunter gäbe es noch Wirtschaftsabkommen oder Freihandelsabkommen, könnte man auch sagen. Und dann die ganz unterste Stufe, ganz rechts, sind einfach die grundlegenden Regeln der Welthandelsorganisation WTO. Jetzt gibt es hier so Pfeile, die ich eingetragen habe, nämlich rote und blaue. Die blauen Pfeile symbolisieren eigentlich, dass hier ein steter dynamischer Nachvollzug oder eine Rechtsharmonisierung stattfindet, um eben ungehindert Zugang zu haben zum EU-Binnenmarkt.
diese Möglichkeit eben des dynamischen Nachvollzugs bietet natürlich die EU-Mitgliedschaft, aber auch die EWR-Mitgliedschaft oder hätte eben auch das Rahmenabkommen bedeutet. Was wir haben, und das dargestellt durch die roten Pfeile entsprechend, die bilateralen Verträge haben diese Dynamik nicht. Das bedeutet eigentlich, dass sich dieser Abstand der Treppenstufen zueinander, insbesondere zwischen den roten Pfeilen und den blauen Pfeilen, für die Schweiz vergrößert. Die EU ist ein Rechtsraum, der voranschreitet. Die Schweiz wird das dynamisch teilweise nachvollziehen. Autonomer Nachvollzug nennt man das. Aber die Frage ist dann immer wieder natürlich, anerkennt das die EU als äquivalent an oder nicht? Und wir haben ja bereits einige Erfahrungen als Schweiz diesbezüglich, Börsenäquivalenz beispielsweise auch an der Medizintechnikregulierung. Aus politischen Gründen ist das nicht mehr als äquivalent anerkannt. Das heißt, dieser Gap, diese Lücke eben zwischen dynamisch und nicht dynamisch, die wird sich weiter auftun für die Schweiz in den nächsten Monaten und Jahren. Nun, was ist bereits erodiert? Ich möchte da wirklich nur ganz kurz darüber gehen. Wir haben ganz klar das Thema natürlich Forschung. Wir sind ein Drittland inzwischen bei Horizon Europe, aber wir haben auch Probleme beispielsweise beim Studentenaustausch. Technischen Handelshemmnisse, da komme ich gleich nochmals darauf zurück. Auch im Bereich Landwirtschaft ist einiges schon erodiert. Finanzmarkt, Börsenäquivalenz habe ich vorhin genannt. Erasmus Plus habe ich auch vorhin kurz erwähnt. Aber auch im Bereich Kultur und Medien beispielsweise. Die Schweiz hat keine Teilnahme am Programm Kreatives Europa. Ich habe es gesagt, die technischen Handelshemmnisse kommen darauf zurück. Beziehungsweise eben die fehlende Anerkennung der Äquivalenz der Schweizer Regulierung. Die Medizintechnikbranche hat das unmittelbar getroffen, nämlich genau am 26.05. beim Entscheid des Bundesrates. Und hier gibt es Schätzungen des entsprechenden Branchenverbandes, und zwar unterteilt in einmalige Anpassungskosten und jährlich wiederkehrende Kosten. Und Sie sehen hier die entsprechenden Größenordnungen, das ist doch substanziell. Wenn wir das Ganze nun umlegen, entsprechend auf weitere Industrien, wo die Schweiz stark ist und Exporte hat in den EU-Binnenmarkt, und wenn man sich vergegenwärtigt, dass auch dort entsprechend die Regulation voranschreitet im Binnenmarkt und die Schweiz vielleicht ganz ähnlich ein Problem haben wird, hier eine Äquivalenz zu erhalten von der EU, dann sehen wir, dass beispielsweise für die Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie die Zahlen noch viel größer sind. Noch einen Schritt weiter geht es hier natürlich, weil ganz schlichtweg mehr exportiert wird in der chemisch-pharmazeutischen Industrie, hier natürlich sehr viel höhere Kosten zu erwarten sind. Es gibt einen gewissen Unsicherheitsbereich. Sie sehen, ich habe das angegeben hier in einer Bandbreite entsprechend. Das soll einfach reflektieren, dass das natürlich teilweise Schätzungen sind und insbesondere immer Schätzungen auch basierend auf Aussagen von Marktakteuren, Umfragen in der Branche etc. Nun, was gibt noch ein? Es gibt noch ein Risiko einer bilateralen Erosion in der Zukunft. Also was wären so die nächsten Probleme, die die Schweiz haben könnte? Sie sehen hier Bereiche Datenschutz, weiter technische Handelshemmnisse, insbesondere in den Bereichen In-vitro-Diagnostika, aber eben, wie erwähnt, auch die Maschinenindustrie. Hier ist einiges im Tun regulatorisch auf Seiten der EU, aber auch Landverkehr könnten wir mehr Probleme kriegen, Luftverkehr und schließlich auch bei der Zollsicherheit. Es gibt aber noch einen dritten Bereich, und zwar ungenutzte bilaterale Zusammenarbeitspotenzial, also Sachen, die jetzt eben nicht zustande kommen, weil die Schweiz entsprechend dieses institutionelle Abkommen nicht abschließen will. Das berühmteste in den Medien oft diskutiert ist das Stromabkommen. Hier geht es insbesondere um Grenzkapazitäten zwischen EU-Mitgliedstaaten. Die werden ab 2025 scharf gestellt. Das bedeutet für die Schweiz, dass selbst wenn es Strom gäbe aus dem Ausland, es schwieriger wird, den in die Schweiz zu importieren. Ganz einfach, weil diese grenzüberschreitenden Kapazitäten zwischen EU-Mitgliedstaaten sichergestellt werden müssen. Aber die Schweiz hier natürlich ein Drittland ist und deshalb fällt einfach nur noch der Rest für die Schweiz an, aber eben nicht mehr wie heute eigentlich, dass wir mehr oder minder ungehindert diese Grenzkapazitäten nutzen können. Es gibt auch andere Möglichkeiten, zusätzliche Abkommen, gerade bei der Pandemie natürlich, dieses Gesundheitsabkommen wäre wichtig, wird so wohl nicht kommen. Dienstleistungen hat man schon länger diskutiert, Luftverkehr, Landwirtschaft, auch da hat man schon länger diskutiert, schließlich geblieben ist aus diesem Freihandel eigentlich nur der Freihandel mit Käse mit der Europäischen Union. Alle anderen Landwirtschaftsgüter sind momentan, gibt es keinen Freihandel.
zwischen den beiden Partnern, Umweltabkommen, digitaler Binnenmarkt, Chemikaliensicherheit und schließlich auch die Zusammenarbeit im Weltall. Also es gäbe noch viele Möglichkeiten einer Kooperation, aber wie gesagt, aus politischen Gründen momentan kann das nicht weitergetrieben werden. Nun, was sind die Optionen? Es gibt natürlich grundsätzlich ganz verschiedene Optionen, die die Schweiz hätte. Ich spreche hier ganz bewusst nach diesem Insta-Nein von einem Plan C, nicht von einem Plan B. Weshalb? Der Plan A in meiner Überlegung wäre eigentlich 1992 der EWR-Beitritt gewesen. Der Plan B, den man danach gemacht hat, das sind die Bilateralen, die wir heute haben. Und jetzt geht es eigentlich darum, einen Plan C zu haben. Und Sie sehen hier ganz grundsätzliche Überlegungen, gäbe es natürlich beispielsweise bei einem umfassenden Freihandelsabkommen. Da werde ich einen Schwerpunkt noch drauf legen. Dann natürlich haben wir die Möglichkeit einer bilateralen Erosion. Das ist das, was wir gerade drin stecken eigentlich. Grau dargestellt hier mit dieser Linie nur ist eigentlich der aktuelle Stand. Also Sie sehen, die bilaterale Erosion fällt hinter den aktuellen Stand zurück. Was Möglichkeiten wäre, über den aktuellen Stand hinauszugehen, wäre natürlich eine Wiederaufnahme der Gespräche mit der Europäischen Union über ein institutionelles Rahmenabkommen oder wie auch immer, dass man das am Schluss nennen würde. Oder ganz klar natürlich auch eine Möglichkeit, die Schweiz erneuert sich selbst. Macht eine, ich habe jetzt das mal so betitelt, eine marktwirtschaftliche Kur, um entsprechend, und das wäre das Ziel dieser Möglichkeit natürlich, die Prosperität bestmöglich sicherzustellen in der Schweiz. Nun, ich habe es gesagt, ich möchte eingehen auf das Freihandelsabkommen. Was wäre das eine Alternative, ein umfassendes Freihandelsabkommen mit der EU abzuschließen, anstatt die bilateralen weiterzutreiben? Nun, die Grundlage eigentlich für Handelsbeziehungen ist die erwähnte Welthandelsorganisation. Sie sehen hier einige Grundsätze entsprechend. Die Schweiz ist Mitglied der Welthandelsorganisation wie über 160 andere Länder auf der Welt und die müssen sich, sollten sich an diese Regeln entsprechend halten. Es gibt zusätzliche Regeln, die man weiter ausdetaillieren kann. Basierend auf den Prinzipien der Welthandelsorganisation kann man in FHAs, diese Freihandelsabkommen, kann man in Freihandelsabkommen natürlich noch weitergehen. Sie sehen hier verschiedene Themen, die heute in Freihandelsabkommen basierend auf den WTO-Prinzipien entsprechend zwischen Staaten abgeschlossen werden. Und es gibt verschiedene Themen, die eigentlich nur in Freihandelsabkommen vorkommen, wo entsprechend hier auf Basis der Welthandelsorganisation keine große Grundlage besteht. Sie sehen hier beispielsweise Mutual Recognition Agreements. Das ist so ein Thema, also die gegenseitige Anerkennung beispielsweise von Normen. Auch im Bereich Nachhaltigkeit gibt es entsprechende Chapters in diesen Freihandelsabkommen, die Staaten schon abgeschlossen haben. Auch Arbeits- und Menschenrechte, Immigration, Kartellrecht und schließlich auch wettbewerbsrechtliche Fragen. Entschuldigung. Nun, ein modernes Freihandelsabkommen ist wirklich eigentlich sehr divers oder heterogen. Es gibt fast unendlich viele Möglichkeiten. Und zwar hier ganz bewusst ein Screenshot von einer Webseite von Pro-Brexiteers, die eigentlich sagen, ja gut, jetzt sind wir draußen aus dem Binnenmarkt, aber wir haben ja wirklich fast unendlich viele Möglichkeiten, hier Freihandelsabkommen jegwelcher Art mit verschiedenen Staaten in irgendeiner Tiefe entsprechend abzuschließen. Und Sie sehen hier, das ist ganz klein dargestellt, ich bin mir dessen bewusst, es soll einfach aufzeigen, es gibt verschiedene Stufen natürlich der Tiefe. Ich möchte hier einige hervorheben. Natürlich die unterste Stufe ist, wie erwähnt, die Welthandelsorganisation. Sie sehen aber, es gibt auch Flaggen, die darunter liegen. Die ganz unterste Flagge, das ist Nordkorea. Natürlich, Nordkorea ist nicht Mitglied der Welthandelsorganisation, gleichzeitig belegt über internationale Sanktionen. Entsprechend, es geht auch noch drunter natürlich, aber es geht auch drüber. Beispielsweise der Deal, und das war einer der Vorbilder, die politisch genannt wurden in Großbritannien, ist der Deal zwischen der EU und Südkorea, dieses Freihandelsabkommen. Das ist, Sie sehen es hier entsprechend so einzustufen bezüglich der Tiefe. Aber auch immer wieder als Vorbild genannt wurde das Abkommen zwischen der Europäischen Union und Kanada. Das geht etwas weiter als das Südkorea-Abkommen.
Und schließlich natürlich hier die oberste Stufe wäre, ganz klar, man ist Mitglied der EU. Aber es gibt auch weitere Möglichkeiten der Mitgliedschaft in der EU. Und das sind einige Flaggen unten. Vielleicht sehen Sie es an dritter oder an drittoberster Stelle, die Flagge von Dänemark. Das heißt, man kann bestimmte Dinge auslassen, beispielsweise den Euro, aber trotzdem Mitglied sein der Europäischen Union. Also es gibt hier schon heute eigentlich entsprechende Opt-out-Möglichkeiten. Nun zurück zur Schweiz jetzt, von Großbritannien zur Schweiz. Die Schweiz hat zwei sehr alte Wirtschaftsabkommen. Wie gesagt, wir haben 77 Partner, mit denen wir Freihandel vereinbart haben. Aber die zwei allerältesten sehen Sie hier. Das ist direkt ein Screenshot von der Webseite des SECO. Das älteste ist natürlich die EFTA-Konvention. Die Schweiz ist nach wie vor Mitglied. Es sind insgesamt noch 4 Mitglieder in der EFTA entsprechend drin, Island, Norwegen, Liechtenstein und eben die Schweiz. Und das zweitälteste ist das Freihandelsabkommen, das die Schweiz damals mit der sogenannten Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, heute eben der Europäischen Union, abgeschlossen hat. Und Sie sehen, dieses Abkommen, dieses Freihandelsabkommen ist nach wie vor in Kraft, und zwar seit 1.1.1973. Und jetzt einfach mal ein Vergleich, oder? 1973 heißt, man hat den Abschluss der Verhandlungen 1972 gemacht. Nun, das war vor 49 Jahren. Einfach um kurze Reise zurückzumachen, was war vor 49 Jahren der Fall? Einfach um diesen Zeithorizont aufzuzeigen, der doch sehr lange her ist. Ja, wir hatten natürlich einen Bundespräsident, der eingesetzt wurde am 1. Januar. Es gab beispielsweise 1972 die Studie Grenzen des Wachstums des Club of Rome, das in diesem Jahr erschienen ist. Wir hatten eine Unterzeichnung zwischen Nixon und Brezhnev in Moskau über den ABM-Vertrag. Wir hatten auch assoziiert mit Nixon natürlich den Einbruch in den Watergate-Gebäudekomplex, der dann eben zu diesem Watergate-Skandal führte. Oder beispielsweise wir hatten das Münchner Olympia-Attentat 1992 und ein Audi sah meistens so aus. Ich möchte damit einfach versinnbildlichen, es ist sehr lange her. Das heißt, dieses Abkommen ist wirklich auch sehr alt, angejagt, könnte man sagen. Nun, viele setzen trotzdem auf diesen Plan C, dass man einfach sagt, ja, wir möchten jetzt ein umfassendes Freihandelsabkommen. Man kann ja das als Basis nehmen von 1972 und aufdatieren. Nun, genau das war die Frage, damals Parlamentarin, heute Bundesrätin, die Karin Keller-Sutter dem Bundesrat damals, das heißt 2013, gestellt hat. Der Bundesrat hat darauf einen Bericht erarbeitet, um genau diese Fragen zu beantworten. Der Bericht wurde im Juni 2015 publiziert und in eigentlich seine Aussage ist nach wie vor heute gültig, meines Erachtens. Was sind die wichtigsten Aussagen? Nun, ein Freihandelsabkommen würde heißen Beseitigung handelsbeschränkender Maßnahmen. Wir hätten aber keine Rechtsharmonisierung. Wir denken hier an diese Darstellung der dynamischen oder des nicht dynamischen Nachvollzugs, also keine Übernahme des EU-Rechts hier in einem Freihandelsabkommen, werden keine harmonisierten Vorschriften bei verschiedenen Sektoren, werden keine Äquivalenz, werden keinen Abbau der technischen Handelshemmnisse. Das heißt, eine doppelte Konformitätsprüfung wäre notwendig, das ist gerade jetzt, was beispielsweise die Medizintechnikindustrie durchmacht. Wir hätten Grenzkontrollen, Zeugnisse, die eingeführt werden müssen für verschiedene Produkte. Und wir hätten auch eine Voranmeldepflicht für Warenimporte bzw. Exporte mit der EU, was natürlich entsprechend den grenzüberschreitenden Warenhandel verkomplizieren, verteuern und verlangsamen würde. Weitere Sachen sind natürlich, wir hätten beispielsweise auch bei einem Freihandelsabkommen im Vergleich zu heute eine Einschränkung der Rechte im grenzüberschreitenden Personenverkehr, beispielsweise keine Anerkennung der Berufsqualifikationen typischerweise. Das ist nicht Gegenstand meistens in einem solchen Freihandelsabkommen. Wir hätten allenfalls eben auch keine Weiterführung der Zusammenarbeit im Nichtmarktzugangsbereich. Sie sehen hier Beispiele Polizei, Justiz etc. Wir hätten aber dafür allenfalls Druck auf die Schweiz mit einem Freihandelsabkommen, einem aufdatierten Freihandelsabkommen, unseren Agrarbereich zu öffnen. Etwas, was ich persönlich begrüßen würde, aber Sie kennen die Lobby, die Agrarlobby in der Schweiz, die ist sehr stark. Also das wird sie wahrscheinlich nie zulassen. Deshalb hier ist das wirklich im Interesse der Schweiz, volkswirtschaftlich ja, politisch wahrscheinlich ein No-Go.
Und insgesamt könnte man sagen, mit einem Freihandelsabkommen, und das stellt der Bundesrat auch in seinem Bericht fest von 2015, wir hätten eine Erleichterung des Marktzugangs, nicht gegenüber heute, aber ganz generell gegenüber WTO im Vergleich. Aber wir haben keine Teilnahme am Binnenmarkt. Das sind zwei verschiedene Sachen, erleichterter Marktzugang und Teilnahme am Binnenmarkt. Heute haben wir sektoriell eine Teilnahme am Binnenmarkt. Mit einem Freihandelsabkommen hätten wir nur noch einen erleichterten Marktzugang. Schließlich auch, was eine Frage immer wieder ist, die auftaucht, ja, hätten wir nicht doch eigentlich mit einem Freihandelsabkommen, eben keine Rechtsharmonisierung und so weiter, eine größere Handlungsautonomie? Ja, formell kann man sagen, ja, hätten wir. Wir müssten da nicht EU-Gesetze eigentlich nachvollziehen. Aber faktisch ist die Antwort ganz klar nein. Weshalb? Und Sie sehen hier wirklich ein Zitat auch aus diesem Bericht des Bundesrates, weil das Vermeiden unnötiger Abweichungen gerade eben für ein kleines Land und exportabhängiges Land wie die Schweiz zur Wahrung der Wettbewerbsfähigkeit unumgänglich ist. Das heißt, ob wir jetzt das in diesem Sinne wollen oder nicht, rein wirtschaftlich ist es ein Gebot der Stunde, dass wir möglichst eine Rechtsharmonisierung haben mit unserem wichtigsten Handelspartner, um entsprechend den Handelsfluss zwischen den beiden Parteien möglichst einfach zu gestalten. Und es ist klar, es ist nicht so, dass sich der größere Partner dem kleineren hier anpassen wird, sondern es ist an der Schweiz entsprechend hier die Regeln nachzuvollziehen und unserer Exportwirtschaft keine zusätzlichen Hürden aufzubauen. Fazit also zu diesem Ansatz Freihandelsabkommen. Die bilateralen Abkommen decken die Interessen der Schweiz besser ab, als dies mit einem umfassenden Freihandelsabkommen je erreicht werden könnte. Gut, kurzer Vergleich noch zum Brexit. Was hat der gebracht? Was ist der Deal? Sie sehen, es gibt ein Freihandelsabkommen natürlich zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich. Es gibt weder Zölle noch Quoten, aber es gibt neue Grenzkontrollen. Sie erinnern sich, das war auch immer wieder oft in den Medien natürlich ein Thema, dass hier entsprechend die Warenflüsse gehemmt sind. Es gibt keinen automatischen Marktzugang für Dienstleistungen. Es gibt keine Anerkennung von Berufsqualifikationen, was gerade für Fachkräfte natürlich das Ganze nicht erleichtert. Entsprechend gibt es auch keine Teilnahme am Strombinnenmarkt und keine am EHS, das ist das europäische Emissionshandelssystem, was gerade im Rahmen natürlich der ganzen CO2-Treibhaus Thematik, Klimathematik essentiell und wichtig ist. Es gibt keine Personenfreizügigkeit, es gibt einen eingeschränkten Luft- und Landverkehr. Es gibt keine privilegierte Kooperation im Sicherheitsbereich. Denken Sie an das Stichwort Terrorbekämpfung, was essentiell wäre. Und es gibt aber doch eine Teilnahme an 5 EU-Programmen, die ausgehandelt wurde mit der EU aus Sicht des Vereinigten Königreichs. Nun, wie ist das Ganze zu bewerten? Kommen wir wieder zurück auf die Schweiz. Wir haben das versucht, in unserem Weißbuch, das wir publiziert haben, dieses Freihandelsabkommen zu bewerten anhand von verschiedenen Kriterien. Sie sehen rechts dieses Spinnendiagramm entsprechend. Wir denken, dass ein Freihandelsabkommen hier rot eingezeichnet gegenüber dem Status quo, das wären eigentlich die bilateralen plus eben die Äquivalenz, die man erhalten würde, dieser Status quo hier schwarz eingezeichnet, würde doch eine Veränderung bringen. Und zwar, wir würden insgesamt wahrscheinlich einen geringeren Wettbewerbsdruck haben im Inland, einen geringeren Innovationsgrad. Wir hätten aber beispielsweise auch eine geringere Migration, was durchaus von einzelnen Parteien begrüßt wird, sicher, von anderen nicht. Wir hätten eine größere formelle Souveränität, aber nochmals, formell heißt nicht faktisch. Und wir hätten wahrscheinlich aufgrund von geringerem Wettbewerb mit einem Freihandelsabkommen anstatt mit der heutigen Lösung ein höheres Preisniveau. Wir denken, dass aufgrund eben der dargelegten verschiedenen Gründe ein umfassendes Freihandelsabkommen zwischen der Schweiz und der EU keine Lösung ist für die Zukunft der Schweiz, also nicht dieser Plan C sein könnte. Ich komme ganz kurz noch darauf zurück, hier die anderen Möglichkeiten, die hier skizziert sind, eben Insta Plus und marktwirtschaftliche Kur. Sie sehen, bilaterale Erosion, auch das ist nicht wirklich ein Zukunftsmodell, aber da stecken wir zurzeit drin. Kein guter Weg eigentlich, den die Schweiz hier geht, meiner Meinung nach. Marktwirtschaftliche Kur würde auch das Ganze etwas verschieben. Hier natürlich insbesondere, wir hätten einen höheren Wettbewerb in der Schweiz. Wir hätten vielleicht sogar ein sinkendes Preisniveau aufgrund des höheren Wettbewerbs. Aber auch hier ist klar, politisch wäre der Widerstand hier sehr groß. Entsprechende Teile der Wirtschaft
insbesondere der binnenorientierten Wirtschaft international zu öffnen. Und schließlich der Weg, den man mit einem Insta nochmals gehen könnte, vielleicht mit der EU. Auch hier sehen Sie gewisse Verschiebungen entsprechend. Aber wir denken, dass diese Lösung eigentlich die beste Lösung wäre. Die Frage ist natürlich, ist sie politisch umsetzbar? Ich komme damit zum Fazit. Hier ein Sinnbild eigentlich. Sinnbild deshalb, weil ich möchte das Ganze wie als Reformstau momentan politisch bezeichnen am Gotthard. Und zwar meiner Ansicht nach, die Schweiz befindet sich in einer politisch hektischen Stagnation. Man könnte eigentlich auch fast sagen, man rennt an Ort. Also man weiß, man muss irgendetwas machen, aber trotzdem so richtig die Richtung weiß man nicht und man kommt auch nicht vorwärts. Und genau das beschreibt meiner Ansicht nach eben unser Verhältnis zurzeit mit der Europäischen Union. Für eine zukunftsfähige Schweizer Europapolitik braucht es 5 Schritte. Schaffung von Klarheit über das eigene Souveränitätsverständnis. Hier ist viel Arbeit zu tun, auch öffentlich eben. Was heißt heute Souveränität? Unserer Ansicht nach als Avenir Suisse brauchen wir eine Stärkung und Vertiefung des bilateralen Wegs. Auch die Parteien, die früher eigentlich diese europapolitische Allianz gebildet haben, müssten sich wieder zusammenraufen und auf die gemeinsame Schnittmenge fokussieren. Wir sollten auch den Schweizer Binnenmarkt weiter öffnen, beispielsweise mit der Abschaffung von Zöllen, was das Parlament jetzt beschlossen hat und hoffentlich auch sehr bald umgesetzt wird entsprechend. Und schließlich, natürlich sollten wir auch neben der Europäischen Union andere Optionen anschauen. Aber nochmals, die Europäische Union ist und bleibt unser wichtigster Handelspartner. Es führt eigentlich kein Weg um sie herum. In diesem Sinne, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Besten Dank, Herr Dümmler, für diese sehr interessanten Ausführungen. Ich glaube, damit haben wir eine sehr gute Grundlage für die Diskussion, in die ich auch gleich einsteigen möchte. Und ich möchte nochmal zurückkommen zu diesem fundamentalen Problem, das wir im Moment haben, dass wir ja einerseits die Europäische Union sagt, wir wollen den bilateralen Weg nicht weiterentwickeln ohne institutionelle Lösung. Und die Schweiz aber gleichzeitig sagt, nein, wir wollen alles das, was ihr verlangt, den Europäischen Gerichtshof, Lohnschutzaufweichungen, Unionsbürgerrichtlinie, das wollen wir nicht. Ist es da in dieser Situation, macht es überhaupt Sinn, dass jetzt der Bundesrat im Januar zur EU geht? Es gibt ja gar nichts darüber zu diskutieren. Herr Nussbaumer, wie sehen Sie das? Ist der bilaterale Weg nicht tot und sollten wir nicht einfach das akzeptieren? Ja, geschätzte Anwesende, der bilaterale Weg ist natürlich nicht tot, nur muss er ein Dach bekommen. Der bilaterale Weg war eine strategische Entscheidung, in diesem Binnenmarkt die Teilnahme zu sichern. Und das macht man durch Rechtsübernahme. Und das ist der große Unterschied zu Freihandels- oder zu einem reinen Handelsabkommen. Der bilaterale Weg war in der Schweiz die Entscheidung, den Binnenmarkt nicht nur als Marktzugang zu betrachten über ein Freihandelsabkommen, sondern über die Rechtsübernahme. Dann konnten wir diese statischen Verträge abschließen und inzwischen haben wir ja ausgedrückt, der Bundesrat zumindest zu Beginn der Verhandlungen, das ist unsere strategische Option. Wir möchten den bilateralen Weg sektoriell stabilisieren, zukunftsfähig machen. Die Antwort ist völlig klar. Die Europäische Union sagt, ein Drittland kann das haben. Ein Drittland muss nicht Mitglied werden. Ein Drittland muss sich aber assoziieren, muss mit uns ein Dachabkommen machen, wo diese Fragen der Streitbeilegung bei der rechtsharmonisierten Übernahme, bei Diskussionen um, wie gehen wir mit Abmachungen um im Bereich der Beihilfen und so weiter, all diese Fragen sind auf dem Tisch. Das muss geklärt werden und dann kann die Schweiz weiterhin den Kurs fahren. Wir möchten nicht Mitglied werden in der Europäischen Union. Wir möchten aber mit dem Binnenmarkt assoziiert werden und ganz einzigartig für die Schweiz, wir möchten sektoriell nur assoziiert werden. Herr Dümmler hat das schön aufgezeigt, die EWR-Staaten haben auch eine Binnenmarktassoziierung gemacht, die haben aber eine generelle Binnenmarktassoziierung. Die übernehmen alle Regulierungen, welche binnenmarktrelevant sind und die Schweiz hat das Privileg, hier Sektoren zu verhandeln und Sektoren dann zu berücksichtigen. Das haben wir in der Vergangenheit gemacht. Der bilaterale Weg ist zukunftsfähig, wenn man ein Dach darüber macht und im Gedanken dieser Assoziierung. Ich würde darum in Ergänzung zu den wunderbaren Ausführungen von Herrn Dümmler sagen, es ist nicht einfach so
ein Markenzeichen InstaPlus. InstaPlus ist ein Assoziierungsabkommen für das Schweizer Modell der sektoriellen Teilnahme im europäischen Binnenmarkt. Wenn man das aufheben möchte und beenden möchte und dann eben diese diese Option eines Plan C mit einem Freihandelsabkommen, teile ich die Ansicht komplett. Also man muss sich das auch vor Augen führen. Das wäre eben wiederum die Aufhebung der Rechtsübernahme, die man jetzt gemacht hat, mit allen Verträgen zurückführen und dann ein neues Freihandelsabkommen mit der Europäischen Union, gegebenenfalls ein modernes, ein umfassendes aushandeln. Also nur, dass das klar ist, das waren 1400 Seiten beim Vereinigten Königreich. 1400 Seiten. Und die Schweiz wird nicht einfach ein Freihandelsabkommen bekommen mit 2-3 netten Besuchen in Brüssel. Das werden harte Verhandlungen und wir sind mittendrin. Wir haben noch einmal eine andere Position und wir werden die ganze Frage klären, müsste man klären, wie fährt man die Rechtsübernahmen, die wir haben, wieder hinunter, damit man wieder nur auf den Marktzugang kommt. Und darum bin ich zu 100% auf der Position von Patrick Dümmler. Man muss diese Assoziierung, diese sektorielle Assoziierung, die uns so viele Vorteile gebracht hat, die muss man stabilisieren und die kann man nur mit einem übergeordneten Abkommen stabilisieren. Wie man das politisch erreicht, das ist eine andere Frage. Sie kennen die Diskussion, man könnte das auch mit einem Paket, mit materiellen Elementen daneben, das Stromabkommen wurde erwähnt und so, das kann man alles kombinieren, aber dieses Dachabkommen und diese Dachregelung der institutionellen Fragen in einer Binnenmarktassoziierung, die muss gelöst werden. Vielen Dank, also Sie sind optimistisch, wie ich sehe. Wenn ich richtig verstanden habe, glauben Sie daran, dass die EU weiterhin gewillt ist, diesen Schweizer Sonderweg weiterzugehen. Aber um diese zentralen Fragen zu lösen, müssten wir nicht jetzt zuerst einmal innenpolitisch nochmal überlegen oder diskutieren, welchen Preis wir bereit sind zu bezahlen. Weil die EU sagt ja klar, wir wollen das von euch, also diese Punkte, die ich erwähnt habe, und ohne das geht es nicht. Und wir müssen doch jetzt eigentlich zuerst mal diskutieren, können wir und wollen wir diesen Preis bezahlen, bevor wir wieder jetzt auf die EU zugehen. Sonst landen wir ja in der gleichen Situation wie letztes Mal. Der Bundesrat verspricht irgendetwas, am Schluss merkt er, es ist innenpolitisch nicht realistisch und dann müssen wir die Übung wieder abbrechen. Ja, ich glaube nicht, dass der Bundesrat jetzt im Januar etwas versprechen wird, das nicht unterlegt ist mit irgendwelchen politischen Gesprächen innerhalb der Schweiz. Aber es ist ja nur im Moment die Aussage, wenn man die Zukunftsfähigkeit des bilateralen Wels anstreben will, dann muss man sich dieser Assoziierungsfrage und dieser Rechtsübernahmedimension stellen. Das ist ein schwieriges Unterfangen. Bin aber zuversichtlich. Bis jetzt hat es ja bis weiter als im Bundesrat noch zu keinen institutionellen Diskussionen geführt. Also man müsste dann schon einmal in der nächsten Phase herausfinden, wie kann man die Diskussion in den politischen Institutionen, sei das im Parlament, bis hin zu einer direkt demokratischen Entscheidung über diese Grundsatzfrage, wie kann man das provozieren? Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, sei das mit einem Gesetz über die Erleichterung des bilateralen Weges, das kann man bis in eine Debatte führen in einer Volksabstimmung, sei das mit einem Grundsatzentscheid im Parlament, mit einer Erklärung, was die Leitplanken der nächsten europapolitischen Schritte sind. Da gibt es verschiedene politische Spielweisen, aber das wird nicht bis im Januar sein, aber ich bin mit Ihnen einverstanden, das muss man erreichen und daher schätze ich auch sehr dieses Webinar, dass man sich über solche Modelle auch unterhalten kann und dass die Handelskammer bei der Basel da so aktiv ist in diesem Bereich, freut mich sehr. Vielen Dank. Jetzt würde ich gerne noch ein bisschen die wirtschaftliche Seite anschauen. Herr Dümmler hat es sehr gut aufgezeigt, wie stark, dass die Schweizer Wirtschaft, die Unternehmen profitieren von diesem sehr einfachen Marktzugang in die Europäische Union. Jetzt haben wir diesen Scherbenhaufen des Abbruchs der Verhandlungen. Und ich persönlich merke wenig in der Bevölkerung, dass jetzt hier irgendwie schon groß sich das negativ äußert. Frau Gmür, Sie haben viel mit Exportfirmen zu tun. Was ist die Stimmung bei den Unternehmen? Machen Sie sich Sorgen? Also
Vielleicht nochmals möchte ich mich auch hier nochmals ganz herzlich beim Vortrag von Herrn Dümmler bedanken, weil ich glaube, er hat sehr schön veranschaulich aufgezeigt, was die Abhängigkeit der Schweiz wirtschaftlich auch vom europäischen Binnenmarkt ist. Und mittlerweile mit den neuesten Zahlen sind wir schon bei über 50% der Exporte, die in die EU-Räume gehen. Und ich glaube, die Stimmung bei den Schweizer Firmen, die in den EU-Raum exportieren, sind schon davon betroffen. Also wir merken es und spüren es und es sind verschiedene Punkte. Ich glaube, Punkt 1 ist die anhaltende Unsicherheit. Und das ist das, was unsere Schweizer KMU am meisten belastet. Was immer auch die Lösung sein wird, und das überlasse ich dann den politisch anvisierten Leuten und vertraue da, ist es aber ganz wichtig für unsere Firmen, dass sie ein stabiles Konstrukt erhalten. Und wenn es nicht stabil ist und mit vielen Unsicherheiten verbunden ist, dann gefährdet das ihre Planungsfähigkeit. Und das verunsichert, das spüren wir. Wir sehen erste Auswirkungen in speziellen Industrien. Herr Dümmler hat es gesagt, gerade der Wegfall der MRAs, den sogenannten Mutual Agreements, also gegenseitige Anerkennung von Standards, hat begonnen im MedTech-Bereich. Vielleicht hat man es noch nie so stark gespürt. Da sind ungefähr 400 Firmen in der Schweiz, die direkt davon betroffen sind. Man spricht jetzt aber von der Maschinenrichtlinie, die ebenfalls nicht mehr anerkannt werden soll. Dann sind wir im MEM-Bereich, da sprechen wir über tausende Firmen. Man spricht vom Nicht-Anerkennen im ganzen Konstruktionsmaterialsbereich und ich glaube, dann werden die Auswirkungen schon spürbar, weil gerade diese nicht-tarifären Handelshemmnisse, die es ja schlussendlich sind, bei den Firmen dann schon mit enormen, also wir hatten die Zahlen schön gesehen beim Herrn Dümmler, oder mit enormen Kosten verbunden sind und da muss man sich aber überlegen, was machen die Firmen, die wälzen das auf die Preise rüber. Und ich glaube, mittelfristig spüren wir es dann auch in der internationalen Wettbewerbsfähigkeit. Jetzt direkt wahrscheinlich noch zu wenig, außer in ausgewählten Industrien und Sektoren. Mittelfristig wird das aber spürbar sein. Wir merken es auch bei unseren Firmen, dass sie mittlerweile im europäischen Raum aufgrund der Diskussionen und der Verhandlungen mit Schikanen tangiert werden. Also das heißt auch, die Abnehmer in den EU-Räumen, die Einkäufer auf der Gegenseite sind davon insofern auch betroffen, haben auch Verunsicherungen, wie auch immer, sind hier getrieben. Und das führt peu an peu immer mehr zu negativen Stimmungen, die schleichend kommen. Und wir merken es. Und ich glaube, es wird noch mehr kommen, spürbar auch. Vielen Dank. Und wie schätzen Sie das ein? Wie gehen die Unternehmen damit um? Sie haben gesagt, sie könnten die Preise erhöhen, verlieren wahrscheinlich dadurch eben an Wettbewerbsfähigkeit und an Marktanteilen. Sehen Sie auch Tendenzen, dass Firmen sich überlegen, Geschäftsbereiche jetzt aus der Schweiz in die EU zu verlagern, um das zu umgehen, jetzt diese höheren Hemmnisse? Wir sehen verschiedene Tendenzen, weil die Firmen sind ja sehr mobil. Das ist ja auch so eine schöne Stärke unserer Schweizer KMUs. Wir sehen oder haben jetzt zum Beispiel MedTech-Bereich-Tendenzen gesehen, auch sich mit Überlegungen außerhalb der EU wieder zu beschäftigen, sprich Middle East oder USA. Wir sehen auch Tendenzen in den Überlegungen, ja genau, die Wertschöpfungsanteile so zu verlagern, nachhaltig, dass sie gesamthaft dann auch kostenmäßig wieder aufgehen. Eine andere interessante Entwicklung, die wir sehen, ist die andere Kehrseite, dass auch auf der anderen Seite, weil ich glaube, man muss das Phänomen immer auch von der anderen Seite her betrachten, dass die Abnehmer im EU-Raum, dass wir gerade im schweiznahen Raum, auch Baden-Württemberg, immer mehr auch sehen, dass eigentlich die Produkte der Schweizer gefragt werden und die jetzt auf kantonaler, also auf Länder-, bundeskantonaler Ebene in Deutschland anfangen, um Schweizer Firmen zu buhlen. Also das heißt, dass die Schweizer Firmen umgarnen, zu ihnen zu kommen, doch auch ihre Verlagerungen in ihre Standard zu machen, Steuergünstigungen in Ausblick stellen etc., was dann natürlich volkswirtschaftlich auch wieder auf die Schweiz einen negativen Impact hätte. Also ich glaube, es sind ganz viele verschiedene Facetten, die hier dann zum Tragen kommen, die im Gesamten für oder zum Nachteil des Wirtschaftsstandortes Schweiz und vor allem der internationalen Wettbewerbsfähigkeit führen werden. Okay, das klingt nicht so gut.
Sie haben die Unsicherheit angesprochen der Unternehmen. Das ist etwas, was Sie auch viel hören. Für Unternehmen, für die Planungssicherheit ist es extrem wichtig zu wissen, was auf sie zukommt. Und wenn wir jetzt nochmal einfach davon ausgehen, von dem Szenario, dass dieser bilaterale Weg jetzt nicht stabilisiert werden kann, die Abkommen verlieren an Wirkung, die Verhandlungen sind blockiert. Wäre es nicht besser für die Wirtschaft, wenn der Bundesrat hingehen würde und sagen würde, liebe Exportwirtschaft, es tut uns leid, aber ihr müsst davon ausgehen, die Bilateralen werden sich verschlechtern und ihr müsst euch darauf einstellen und wir sehen keine Möglichkeit, das zu retten und wir werden versuchen, ein Wirtschaftsprogramm auf die Beine zu stellen und ein Freihandelsabkommen. Und wäre das für die Wirtschaft nicht einfacher zu ertragen, weil dann könnten sie sagen, okay, damit können wir planen, es ist nicht ideal, aber das ist besser als dieses, wir wissen nicht, was jetzt kommt. Also, das ist eine schwierige Frage, das ist eine gute Frage, aber ich glaube, schlussendlich hoffen wir, ich kann immer nur im Namen der Firmen sprechen, ne? Als Organisation Switzerland Global Enterprise sind wir nicht im politischen Umfeld tätig, aber wir hoffen natürlich schon, dass wir die Voraussetzungen und Bedingungen erhalten, die bestmöglich für unsere Wirtschaft sind. Und ich glaube, Herr Dümmler hat sie ganz schön aufgezeigt. Und da hoffen wir schon auch, dass man hierfür einsteht. Weil ich glaube einfach, die in der gesamthaftlichen Betrachtung, auch wirtschaftlich gesehen und auf die Dauer hinaus, ist das der beste Weg. Weil wir sprechen ja nicht nur die fünf Jahren, das muss ja auch nachhaltig überlegt werden. Und da hoffen wir, wie gesagt, aus Firmensicht, dass hier natürlich alles daran getan wird, um eben das in die richtige Wege zu lenken. Weil man kann, glaube ich, die Schweiz nicht aus dem internationalen Kontext wegnegieren. Das erste Bild von Herrn Dümmler hat es schön gezeigt. Es ist nicht möglich, oder? Ja. Nein, das macht Sinn, absolut, ja. Wenn wir vielleicht nochmal den Vergleich machen zum Brexit, zu UK. Da hat man jetzt auch ein bisschen gesehen, was passiert, oder wenn ein Land entscheidet, sich von dem EU-Binnenmarkt abzutrennen. Wir haben gesehen, es gab leere Regale in den Supermärkten, lange Schlangen an den Tankstellen, 100.000 Lastwagenfahrer, die fehlen. Ist das ein Szenario, das auch auf die Schweiz zukommen würde, wenn jetzt die Schweiz diesen Zugang verlieren würde? Vielleicht, Herr Dümmler, können Sie das kann man das vergleichen? Also es ist wahrscheinlich schwierig, das wirklich so zu vergleichen. Ich glaube, bei Großbritannien kommen verschiedene negative Einflüsse hinzu, dass es eben zu diesem Resultat kam, was Sie eben geschildert haben mit leeren Regalen und Schlangen vor Tankstellen. Und zwar einerseits sicher ganz klar die Pandemie, die alle betrifft, weltweit, europamäßig auch. Ich meine, wir haben auch einzelne Probleme in der Supply Chain, wo Unternehmen entsprechend Produkte nicht mehr liefern können. Meistens ist das relativ gut verschmerzbar, aber natürlich klar, bei UK kam noch oben drauf, dass halt dieser Brexit gemacht wurde und das hart war auf ein Stichdatum hin und hier natürlich auch entsprechend, wie Sie es erwähnt haben, Lastwagenfahrer halt Großbritannien verlassen haben. Also ich würde jetzt das nicht vergleichen. Ich denke, gerade die Situation, in der die Schweiz ist mit dieser Erosion, ist eben nicht auf einen Stichtag hin, dass irgendwie das komplett wegfällt, sondern es geschieht eben schleichend. Und politisch ist das wahrscheinlich fast eher ein Problem, weil ganz einfach, ich vergleiche das jeweils mit dem Frosch im Kochtopf, oder? Wenn man den Frosch im Kochtopf hat und man erhitzt den Kochtopf langsam, beziehungsweise das Wasser darin, dann findet der Frosch, ja, es wird schon ein bisschen unangenehmer und immer wieder ein bisschen unangenehmer, aber eigentlich ändern muss ich an meiner Situation nicht. Das heißt, ich hüpfe nicht raus und rette damit mein Leben. Und ich glaube, die Schweiz ist in genau einer solchen Situation. Hingegen, wenn man direkt ins heiße Wasser geworfen würde, würde man gemäß diesem Bild jetzt des Forschers wieder heraushüpfen und so sein Leben retten. Und ich glaube, wir sind wirklich in einem schleichenden Prozess, was wirklich politisch eher gefährlich ist, weil man dann erst zu spät eigentlich merkt, was man alles schon verloren hat. Genau, das bringt mich noch zu einem nächsten Punkt. Wir haben gesehen, wie wertvoll die bilateralen Verträge und die EU sind für die Schweiz. Und manchmal haben wir das Gefühl, es ist uns nicht ganz bewusst, was wir erreicht haben damit. Und teilen Sie die Einschätzung, dass
dass in der Bevölkerung oder in der Politik dieses Bewusstsein vielleicht ein bisschen fehlt und dass es vielleicht erst einmal so weit kommen muss, dass wir die Konsequenzen sehen und erst dann merken, was wir eigentlich mit den Bilateralen überhaupt gehabt haben. Vielleicht können alle etwas dazu sagen, vielleicht Frau Gmür, wenn Sie anfangen wollen, oder auch Herr Nussbaumer. Oder was könnten wir tun, um die Vorteile dieser Zusammenarbeit besser zu kommunizieren in der Öffentlichkeit? Ich, ganz kurz und dann übergebe ich Ihnen gerne Herrn Nussbaumer. Ich glaube, gerade solche Formate, wie wir jetzt hier haben, und das braucht es mehr, weil jetzt in meiner persönlichen Wahrnehmung, ich als Chefin Switzerland Global Enterprise, ich glaube, es fehlt manchmal der Bewusstsein für die Notwendigkeit und wie wir vernetzt sind international und was es braucht, dass das nachhaltig funktioniert. Ich glaube, das ist manchmal nicht mehr ganz so bewusst. Und Formate wie diese, aber auch zusammen mit Stimmen aus der Wirtschaft, mit Stimmen von Leuten, die davon betroffen sind etc., glaube ich, helfen, diese Sensibilisierung zu schärfen. Und darum danke ich wirklich auch den Initiativen der Handelskammer bei der Basel, weil hier wird sehr viel gemacht an Aufklärungsarbeit. Und ich glaube, weil es sind manchmal sehr trockene Themen, nicht ganz einfach, wenn man davon spricht und wenn man es schafft, das in eine gute Art und Weise aufzuzeigen und was Implikationen wären, glaube ich, würde das sehr helfen. Und das müssen wir auch weiterhin tun. Ja, ich glaube, das Schwierige ist tatsächlich, dass das Nichtstun, die Erosion, das wird erst in ein paar Jahren sichtbar, oder? Und das ist die Problematik. Ich treffe viele Leute auch in der Politik, es funktioniert ja alles. Was machst du immer so nervös, Nussbaumer? Es funktioniert ja alles. Und der Punkt ist, die haben noch nicht verstanden, was das Nichtstun und damit die Erosion des freien Marktzugangs oder des Marktzugangs oder der Marktteilnahme, was das eigentlich bewirken kann. Ich meine, die Darlegung von Herrn Dümmler war ja eindrücklich, auch bezüglich dem Beschäftigungsmotor. Ich meine, man muss das sich einmal vor Augen führen, wann denn das alles erodiert ist, wird auch dieser Beschäftigungsmotor zurückgehen. Und das ist das, was noch nicht gesehen wird. Ich muss aber auch einschränkend sagen, es gibt schon auch Politikerinnen und Politiker, die es verstanden haben. Die Präsidentin der Handelskammer, Elisabeth Schneider-Schneider, ist 100% auf der Linie, dass sie versteht, wenn wir das nicht lösen, dann wird die Erosion alles zerstören. Und jetzt kommt die Frage, kann man mit dem strategischen Entscheid, Sie haben das vorher angesprochen, Herr Schweizer, kann man mit dem strategischen Entscheid für ein Freihandelsabkommen etwas klären? Also es wird überhaupt nicht rechtssicher, nur dass das klar ist. Wenn Sie Freihandelsabkommen mit der EU verhandeln möchten, ist die erste Frage, wann wollt ihr mit den Rechtsharmonisierungen mit dem europäischen Binnenmarkt aufhören? Das kommt in der ersten Runde kommt der Termin, oder? In der ersten Runde kommt der Termin, wie bei den Briten. Dann nachher sagen wir, ja gut, in 5 Jahren würden wir dann gerne nur noch Freihandelsabkommen mäßig. Das ist die Rechtsunsicherheit pur, weil dann sind wir auch unter Druck. Und darum kann es nicht stärker betonen als je in einer Sitzung, was Herr Dümmler gemacht hat, ein dickes Kreuz durch diese Option Freihandelsabkommen. Es macht unseren Standort noch mehr kaputt. Das heißt aber nicht, dass wir ergänzend zum Assoziierung Binnenmarkt ein modernisiertes Freihandelsabkommen brauchen. Das muss aber nicht unter Druck geschehen. Wenn wir das unter Druck machen müssen, dann machen wir neben der Erosion auch noch gerade die Option für ein gutes Freihandelsergebnis auch noch kaputt. Von daher, es gibt keinen anderen Weg aus meiner Sicht. Informieren, darlegen, erklären und auch ein bisschen normal sein. Die Schweiz hat nur Assoziierungen mit der Europäischen Union. Wir haben die Assoziierung bei Schengen. Wir sind nicht Mitglied in der Europäischen Union, also haben wir uns assoziiert. Wir haben die Assoziierung bei Dublin. Wir sind nicht Mitglied in der EU, also haben wir uns assoziiert. Die EWR-Staaten haben nichts anderes gemacht, als zu sagen, wir sind nicht Mitglied, aber bezüglich den Binnenmarktregeln möchten wir assoziiert sein. Und die Schweiz hat eine Diskussion der Verhandlung und weiß doch ich was alles, man kann da noch etwas rausholen, aber diese Zeiten sind vorbei. Wir können nur noch entscheiden, ob wir assoziiert sein wollen auf einem extrem guten Modell, nämlich nur in den Sektoren, wo die Schweiz will. Das hat kein einziges Land in diesen 30 Ländern Europas. Kein einziges Land.
und wir sind so schlau und machen das noch kaputt, wenn man diese Option uns gibt. Und ich bin sehr dankbar, dass die Europäische Union die Türe wieder aufgestoßen hat und eigentlich sagt, wir können über das noch einmal reden. Über diesen speziellen Schweizer Weg können wir reden, aber ihr müsst wissen, ob ihr diesen speziellen Schweizer Weg gehen wollt, ja oder nein. Und das sollte man in den nächsten 1-2 Jahren erreichen, sonst geht vieles kaputt. Vielen Dank. Dann würde ich das als Schlussstatement so stehen lassen. Es sei denn, Herr Dümmler, wenn Sie noch etwas ergänzen wollen. Sie haben schon sehr viel gesagt. Ich bedanke mich nochmals ganz herzlich bei allen Teilnehmern und ich möchte Sie darauf hinweisen, wir werden das letzte Webinar am 2. Dezember durchführen und werden dort mal ein bisschen einen Schritt zurückgehen und uns die ganze Frage über die Rolle der Schweiz in Europa anschauen. Insbesondere natürlich das Thema der Souveränität, das im Zentrum steht, dieser ganzen Auseinandersetzung. Und würde mich sehr freuen, wenn viele von euch dabei sein könnten. In dem Sinne wünsche ich allen noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.